Ich glaube zunächst einmal, dass wir in Bayern zu Recht sehr stolz darauf sein können, wie vielfältig und dezentral sich unsere Medienlandschaft derzeit darstellt. In Bayern leben wir insbesondere von der hohen Qualität eines Journalismus, der getragen ist auf der einen Seite von dezentralen, regionalen, privaten Anbietern und auf der anderen Seite von einem landesweiten, überregionalen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk. Diese Kombination macht in Bayern die gute Mischung aus und wir sind wohl beraten, dafür zu sorgen, sie auch in eine erfolgreiche Zukunft zu tragen. Die Herausforderungen dabei liegen auf der Hand. Immer weniger Menschen konsumieren Medien auf klassischen Wegen, über Funk, über Satellitenausstrahlung. Immer mehr mediale Information findet über das Internet, findet über neue Formate statt. Und unsere Aufgabe als Politik, als Bayern über die BLM ist es jetzt auch, insbesondere die privaten, regionalen Anbieter auf diesem Weg zu begleiten, dafür zu sorgen, dass sie Schritt halten können mit dieser neuen Entwicklung, mit dieser Verlagerung von Medienkonsum aus dem klassischen medialen Bereich in den Bereich von neuen Medien, in den Bereich von neuen Formaten. Dabei die regionalen, die privaten Anbieter so gut zu begleiten, dass sie weiterhin eine hohe Reichweite haben, damit weiterhin attraktiv für ihre Werbepartner bleiben und auch in Zukunft weiterhin ihren Beitrag leisten können zu gutem Qualitätsjournalismus in Bayern. Das ist unsere Aufgabe als Bayerische Staatsregierung, aus Freien Wählern und CSU. Und ich glaube, dass wir heute auch ein gutes Signal gesetzt haben, dass wir eindeutig und aus voller Überzeugung in diese Richtung gehen wollen. Die Kombination aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk und regionalen privaten Anbietern, das ist das, was Bayern pflegen sollte, weil das die besondere Güte der bayerischen Medienlandschaft ausmacht.